So, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Feed the Beast. Mein Name ist Royo von der West Germany Gaming Community und in der Zwischenzeit gehe ich mal hier ein bisschen schon mal Holz farmen. Weitere Daten wären jetzt zum Beispiel, dass ich hier das Direwolf 20 Pack spiele mit einer zusätzlichen Mod, die nennt sich Starcraft, ist sehr interessant. Und auf der Version 1.6.4. Ich möchte hier einen großen Industriepark aufbauen. Versuche ein bisschen was, beziehungsweise alles von den Mods mitzunehmen, die ich hier drauf habe. So. Erstmal müsste ich mir ein Haus anfangen. Habe mir natürlich eine kleine Stelle hier schon noch vorausgesucht, weil ich in ein Schneebiom gestartet bin. Ich persönlich mag keine Schneebiome, ich mag noch nicht mal Schnee, aber das ist ja jetzt zweitens. Gut. Das Wichtigste ist erstmal Holz farmen, mich um Nahrung kümmern und nein, ich sehe gerade, wir müssen einen neuen Platz suchen. Schade. Ich dachte, ich habe hier einen schönen Platz gefunden. Gut. Wie ihr seht, ist der Taumcraft kein besonderes schöner Fleck, also heißt das jetzt weit reisen. Oh, ich kann hier. Das ist wichtig. Wolle brauche ich ja von Anfang an. Ja, unsere West Germany Gaming Community macht auch ein gemeinsames Together-Projekt. Wollen vorwiegend Twitch-Projekte starten, wo ihr vielleicht mitmachen könnt, wenn ihr Lust habt. Ist erst im Anfangsstadium des Projekts, also könnte es noch ein bisschen dauern, bis alles so läuft, wie wir wollen. Wir sind in verschiedenen Spielen vertreten, wie unsere Gaming-Community schon heißt, in Rust. In Minecraft, wie ich schon erwähnt hatte, in... vergessen, wie hieß es? Oh. Das Gebiet gefällt mir, da bleibe ich. In der Nähe war da hinten irgendwo auch ein Vulkan. Ab und zu habe ich mal ein Standbild, aber mal, kümmert euch nicht drum. So, was wollte ich sagen? Ja, wir waren nicht stehen geblieben. Bei den Spielen, wo wir alle vertreten sind. Ach ja, Space Engineer spielen wir auch. Vielleicht starte ich da auch ein Projekt. Muss ich mal schauen. Ich drücke mal die falschen Tasten hier. So, ich hoffe, wir werden viel Spaß haben. Warum schmeiße ich das weg? Jetzt. Schmeiße ich schon wieder weg. Warum? Warum schmeißt er die weg? Schmeißt sie immer raus. Verstehe ich nicht. Zum Lauf. Komisch. Schmeißen der die jetzt immer raus? Wie soll ich da was craften? Schmeiß da raus. Erstmal Wolle fahren. Das verstehe ich jetzt nicht. Was ist in der Einstellung falsch? Das macht mich gerade ein bisschen wuschelig. Gleich in der ersten Folge so ein Fehlschlag. Juhu! Okay, dann muss ich mal kurz in die Steuerung reinschauen, was da für ein Problem ist. Ja, ich habe sehr viel auf eine Nummer gelegt, weil ich die meisten Sachen hier nicht brauche. Das funktioniert so, also setzen kann ich die Dinger. Schmeißt er raus. Warum schmeißt er das raus? Schmeißt das auch raus.
Was war das? Vor allem, ich habe Schaden bekommen. Ach, kann das ein Dings gewesen sein? Nee. Eine kleine Höhle. So. Ach ja, in der Nähe hatte ich einen Vulkan. Habe ich das schon mal erwähnt, dass ich in der Nähe einen Vulkan hatte? Marmor. Da kann ich Asphalt. Nee, Asbest. Nee, Asphalt. Asphalt. So, aber warum schmeißt der trotzdem die Sachen raus? Gegenstände fallen lassen. Das will ich ja nicht. Schmeiß da raus. Warum? Ich weiß, was es kann. Vielleicht belagere ich gerade die Tasten. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Ich schmeiß da raus. Aber Tasten klemmen nicht. Ich habe keine Waffe. Mist. Das ist ganz blöd. Und dies mit den Lecks muss ich auch mal hinkriegen irgendwie. Boah, ich hab den doch auf dem Abwehrspeicher zugriff. Scheiße. Mist. Weg. Ich weiß gar nicht, ob ich Morph wieder rausgenommen habe, aber ich muss jetzt erstmal laufen. Und was hier neben mir eingeschlagen ist, weiß ich auch nicht. Irgendwie muss der. Das kann aber kein Creeper gewesen sein, weil das Loch war einfach zu groß für einen Creeper. Ich wollte da hinten in dem Waldgebiet. Schwierig. Sehr schwierig. Also heißt das für mich erstmal laufen. Bis es wieder hell wird. Das ist ja ein super Start. Alles funktioniert nicht. Nichts funktioniert. Naja, bis auf, dass ich... Ach komm, hier, nehmen wir mit. Warum wollen das immer gut? Creeper? Spinne? Ich glaube, Spinne. Ja. Und das ist einfach... Boah, WDF. Okay, ich muss jetzt erstmal so weit laufen, bis ich sterbe. Ich habe nichts zu essen dabei. Weil ich kein Crafting Table bauen kann. Weil ich das Holz nicht in die Leiste oben reinkriege. Oh, ich habe eine Karotte. Juhu. Oh. Bisschen was gegessen. Oh, ein Endertod. Nein. Mit denen habe ich keine gute Erfahrung bisher. Wirklich nicht. Sind ganz böse. Weil wenn man die killt, rufen die, kommen die großen Eltern und das sind meistens zwei, wenn man Pech hat und die killen einen dann. Nicht gut. Bleib ich hier. Regenwald. Irgendwo da hinten war ein Vulkan. Gut. Aber jetzt habe ich immer noch das Problem, dass ich kein Crafting Table bauen kann. Warum auch immer. Ich schmeiß das da auch mal gleich raus. Hier. Das war sowieso falsch. Das schmeißt ja alles. Wo ist mein Holz? Hallo? Das ist ja. Ist ja merkwürdig. Jetzt habe ich gar kein Holz mehr hier, oder wie? Holz verschwunden. Super. Das freut mich gleich wieder mal.
Ach ja, die Folgen werde ich wahrscheinlich so gestalten, so zwischen 15 und 20 Minuten lang. Das ärgert mich aber jetzt trotzdem. Ja, und kriegt gleich wieder fetten Besuch hier. Von der Zombie. Mit einer Kopfbedeckung. Obwohl, das kann keine böse Kopfbedeckung sein. Bauen wir ein Baumhaus. Geht ja nicht. Ich kann ja keine Crafting Tables bauen. Juhu. Und ich komme nicht mal an den Baum hoch. Juhu. Mist. Ich bin tot. Gut, das war ein ganz schlechter Anfang. Ja, jetzt bin ich genau dort gestartet, wo ich eigentlich nicht starten wollte. Verschwinde. Bin sauer. Ja. Warte mal kurz. Habe ich das gespeichert? Irgendwie kann ich meinen Tod nicht sehen. Es ist immer noch dunkel. Ist ein Schaf. Stirb. Du bist schuld. Ah, da hinten bin ich ja gestorben. Ah, super. Gib mir meine Wolle. Ach nee. Also wieder laufen. Gut, dann laufen wir mal. Aber warum krieg ich das Holz nicht in meine? Au. Wie schnell ist denn das Ding? Das ist ja brutal. Gut. Einfach in die Richtung schlottern. Ich werde schon irgendwie überleben, hoffe ich. Schwierig. Ja, gut. Werde natürlich vielleicht ja, wenn ich Leute finde, die gerne mitmachen würden, mal so zwischendrin einladen. Das sind kleine Gemeinsamprojekte werden. Ich hoffe, den Hintergrundgeräusch hört man nicht so, aber ich muss die Fenster offen lassen, sonst ja, ich brauche frische Luft. Fragen werde ich natürlich so gut wie möglich beantworten. Und ich sehe schon, wir sind fast am Ende der ersten Folge. Vielleicht schaffe ich es noch bis zu meinem Todespunkt. Okay. Au. Wie lange geht denn die Nacht hier? Hört die denn irgendwann mal wieder auf? Das ist ja nicht schön. Eiselementar, darauf habe ich jetzt auch keine Lust. Mir fehlen schon wieder 600 Dinger. Das ist Sumpf, genau. Und ein Creeper. Boom. So, jetzt fehlen mir jetzt nicht nur 600 Dinger, sondern auch schon 5, 6 Herzen. Gut, der Start in diese Welt ist natürlich wunderschön gelaufen. Wir haben sozusagen nichts, beziehungsweise ich habe hier nichts geschafft. Ich werde jetzt gleich mal gucken, woran das liegt, dass ich keine Sachen reintun kann. Da war ein Enderman, den wollte ich mir nicht angucken. Also gut, macht es gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Viel Spaß und ciao.